Vom Schnellzug Stuttgart-Hamburg sieht man es rechts liegen. Die Schnellzüge halten nicht. Auch die meisten Eilzüge fahren vorbei. Zuweilen kommen Betriebsausflügler und werden mit treuherzigem Pomp empfangen. Recht haben sie, denn Besigheim an Enz und Neckar ist eine schöne Stadt. Auf geht dann die Pirsch zu den Sehenswürdigkeiten, voran der Fremdenführer. So, wir stehen hier auf dem Kelterplatz und haben vor uns die Kelter, die Besigheimer Kelter aus dem 16. Jahrhundert. Dies ist der untere Turm, ein Turm, der aus der Stauferzeit stammt, der Hochaltar. Eines der bedeutendsten kirchlichen Kunstwerke des ganzen Neckargebietes. Die ganze Anlage hier ist die obere Burg. Anfangs waren wir an der unteren Burg, bei der Kelter. So, das waren die zwei befestigten Punkte. Das Rathaus ist ein wirklich schöner Fachwerkbau aus dem Jahr 1459. Hier im Erdgeschoss des Rathauses ist der Mithrasstein eingemauert, der von dem römischen Kastell Walheim, 1,5 Kilometer von hier, stammt. Dies ist der Ratssaal. Um die Jahrhundertwende und noch im alten Jahrhundert, da war Besigheim besonders viel von Malern aufgesucht. Und nun ist eben diese Zeit vergangen. Die heutigen Maler wollen das nicht mehr. Die haben eine andere Art der Kunst. So hat Besigheim ausgedient. Mag es als Malerstadt ausgedient haben, als menschliche Ansiedlung geht es noch einer Zeit der Prüfungen entgegen. Im Gebiet ist allerdings auch der Vorrat an Bauplätzen zu einem wesentlichen Teil aufgebraucht, sodass die Situation auf dem Bauplatzmarkt bei dem gegenwärtigen hohen Bedarf nach wie vor angespannt ist. Die Verwaltung hat deshalb in den vergangenen Monaten besondere Anstrengungen unternommen, um Baugelände für künftige Wohnungsbauprogramme insbesondere... Und dies ist das Problem, dem der Bürgermeister vor dem Gemeinderat ins Auge sehen muss. Besigheim gehört nicht mehr den Besigheimern. Es gehört jedenfalls nicht mehr den Eingesessenen allein. Es gerät mehr und mehr in den Ballungsraum der Großstadt Stuttgart, muss als Wohngemeinde, als Vorort herhalten und wächst und wächst. In dem dafür ausgewiesenen Teil des Bebauungsplanes Schimmelfell. Die jährliche Zuwachsrate bei der Bevölkerung dürfte sich auch künftig in der Größenordnung um 3% bewegen. Das bedeutet, dass sich die hiesige Bevölkerungszahl durchschnittlich jährlich um etwa 200 Einwohner erhöhen wird. Von den 16 Herren des Gemeinderats sind 14 Eingesessene. Fast alle wohnen und arbeiten in Besigheim. Dies ist ihre Stadt. Seit der Verleihung des Marktrechtes um 1220 hat sie fernab der großen Welt ihr eigenes Leben geführt. Bis heute. Kann man von den Herren Verständnis für die größeren Zusammenhänge von Ballungsräumen erwarten? Ist es nicht fast übermenschlich, was die heutige Zeit den Kommunalpolitikern abverlangt, nämlich ständig für ihre Umwelt mitzudenken?
Alt-Besigheim lag auf einem schmalen Bergrücken, eingeschnürt zwischen dem Neckar und der Enz. Neu-Besigheim ist über beide Flüsse weit hinausgewachsen. Sie sehen aus dem Relief hier den Entwicklungsstand der Stadt, wie er sich etwa 1945, also nach Ende des Krieges, darstellte. Inzwischen haben sich diese Wohngebiete im Süden der Stadt sehr wesentlich erweitert. Ich darf sagen, dass die Wohngebiete schneller gewachsen sind als unser Relief, denn die schöne Siedlung auf dem Wartturm auf dem Ingersheimer Feld ist nicht mehr im Relief enthalten. Im Osten der Stadt, und zwar wo sich hier noch grüne Wiesen zeigen, ist im Anschluss an das Freibad das Sportstättenprogramm im Entstehen. Dieses Programm umfasst eine große und eine kleine Turnhalle mit Gymnastikraum sowie zwei Rasenplätze und einen kleineren Hartplatz. Früher ist durch dieses Wiesengelände, das sich hier im Relief darstellt, der Neckar geflossen. Etwa vor einem Jahrzehnt wurde die Neckarkanalisierung hier in Angriff genommen und inzwischen auch abgeschlossen. Für die Stadt ist daher ein sehr interessantes Vorland als neues Entwicklungsgebiet entstanden. Und wir haben hier genau am Rand der Altstadt ein Industriegelände bereitgestellt, auf dem sich in der Zwischenzeit bereits schon einige beachtliche Betriebe angesiedelt haben. Armut oder Reichtum einer Stadt hängt von Anzahl und Größe ihrer Betriebe ab. Über die Gewerbesteuer finanziert die Industrie indirekt Schulen, Sportanlagen und soziale Einrichtungen. Und wenn man nicht gerade Rothenburg heißt und täglich Tausende von Touristen empfängt, ist die Ansiedlung von Fabriken fast eine Existenzfrage. Uralte Handwerksberufe sind daneben für immer in den Schatten getreten. Dieser Mann ist Wagner von Beruf, aber seinen letzten Wagen hat er vor 12 Jahren gebaut. Heute fertigt er Leitern und Parkbänke. Über seinen eigentlichen Beruf sagt er: Ausgestorben, hauptsächlich. Das, was man noch heute noch macht, sind vielleicht 5% von dem, was ich gelernt habe. Besigheim, die Stadt zwischen den Zeiten und zwischen den Flüssen, ist geschichtliches Grenzland. Völkerkundlich gesehen liegt es im Grenzbereich zwischen Franken und Alemannen. Politisch gehörte es abwechselnd zu Baden, der Pfalz, Österreich und Württemberg. Die stolzen Stadtmauern aus dem 13. Jahrhundert haben Besigheim im Ernstfall nicht immer beschützen können. Nicht vor Plünderungen im Dreißigjährigen Krieg, nicht vor 3 Überfällen des Sonnenkönigs. So erscheint es kaum als sträflicher Leichtsinn, dass man in die Mauern Treppen baute, die jetzt obere Stadt, Vorstadt und Enzufer miteinander verbinden. Vor 650 Jahren diente der obere Turm mit seinen 4 Meter dicken Mauern Herzog Eberhard dem Erlauchten von Württemberg als Zuflucht. Vielleicht war das Besigheims größte historische Stunde. Denn Geschichte wurde hier niemals gemacht, sondern immer nur erlitten. Wohl wurde Kunst gemacht. Der Hochaltar in der evangelischen Stadtkirche, ein kostbares Werk des Christoph von Urach aus der Zeit um 1500, gehört zu den vielen Kleinodien in süddeutschen Gotteshäusern, von denen außer den Einheimischen nur Kunstkenner etwas wissen. Das Kriegerdenkmal könnte so oder ähnlich fast in jeder europäischen Kleinstadt stehen. Vielleicht zeigt nichts deutlicher den Widersinn europäischer Bruderkriege auf, als dass der Schmerz um die Gefallenen überall gleich ausgedrückt wurde. Alt-Besigheim mit seinen spitzen Giebeln, seinen verschachtelten Fachwerkhäusern ist zu Recht geschaffen, ein Herrgottswinkel der deutschen Seele zu sein.
Alt-Besigheim war und ist eine Gemeinde von Bauern und Landwirten. Noch immer hängt der Mais vor den Häusern und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge rattern durch die Vormittagsstille. Die Nachbarstadt Marbach brachte Schiller hervor, die Nachbarstadt Laufen Hölderlin. In so einer Kulturlandschaft ist es fast unverzeihlich, der Welt kein Genie geschenkt zu haben. Immerhin kam Christoph Schrempf aus Besigheim, ein Religionsphilosoph. Der ehemalige Direktor des Progymnasiums hat ihn noch gekannt. Es war ein ganz prächtiger Mensch, der es verstand, mit den jungen Leuten umzugehen, ihnen auf eine ganz feine Weise, sokratische Methode, beizubringen, was er dachte. Nie hat er irgendwie versucht, etwas zu suggerieren, einen Gedanken, sondern er versuchte, nach alter sokratischer Methode aus einem das herauszubringen, was schon im Menschen drin stand. Hat die Stadt Besigheim noch andere große Geister hervorgebracht? Mir sind sie nicht bekannt. Und worauf führen Sie das zurück? Ja, ich glaube eben, dass nicht die Bevölkerungsschicht so zusammengesetzt ist, dass daraus große geistig tätige Männer sich zu entwickeln konnten. Es war zu viel des Kleinen und Kleinlichen, was im Laufe der Geschichte in Besigheim sich ereignet hat. Es ist eben eine kleine Stadt gewesen, wir dürfen sogar sagen, ein Dorf, nicht mit großem Anschluss an die große Welt. In der Tat trägt die Provinz Züge des Kleinen und Kleinlichen. Aber sind nicht gerade aus dieser schwäbischen Enge und Strenge mehr kühne Geister aufgebrochen als irgendwoher sonst? Es gibt Stunden, in denen der Stadtkern wie ein Asyl für alte Menschen erscheint. Mehr denn je treibt es die Jungen, die begabt und ehrgeizig sind, in die Großstädte hinaus. Nur die geborenen Bauern und Handwerker und die Genügsamen werden in Besigheim alt. Die Lorbeeren dieser Welt werden nicht in der Kleinstadt vergeben. Freilich, wenn uns Besigheim als Oase der guten alten Zeit vorkommt, dann nicht zuletzt wegen seiner alten Menschen, an denen der Fortschritt der Technik ebenso spurlos vorüberging wie der Wechsel der Mode und der Börsenkurse. Besigheim besitzt ein eigenes kleines Krankenhaus mit 30 Betten. In ihm kommen die Besigheimer zur Welt. Und in ihm verlassen sie diese Welt wieder. Die Besigheimer heißen Joos, Räuschle, Bronner, Sausele und wie der größte Sohn der Stadt, Schrempf. Seit Jahrhunderten sind sie hier auf dem alten Friedhof begraben worden, den man vom Stadtzentrum aus in 5 Minuten zu Fuß erreicht. Ihre Toten sind den Besigheimern nahe. Und so paradox es klingen mag, am Nachmittag herrscht auf dem alten Friedhof ein reges Leben. Thank you.
Freilich ist das enge und natürliche Verhältnis der Kleinstädter zu ihren Toten nicht allein mit einem kurzen Weg zu erklären. In ihrer Welt hat der Tod noch seinen angestammten Platz. Viele alte Frauen kommen, um ihre Männer zu besuchen, manche in der Tracht, die schon ihre Urgroßmütter trugen. An ihnen hat das Zeitalter des Düsenflugs und der Television nichts geändert. Es sind die Jungen, die den Anschluss an die große Welt vollzogen haben. Dreimal in der Woche treffen sie sich zum Tanz in der Bar des Gasthofs Adler. Nichts unterscheidet sie dabei von ihren Altersgenossen in Köln, Kassel oder Karlsruhe. Fernsehen und Film schicken ihre mondänen Leitbilder in den letzten Winkel des Schwäbischen Waldes. So tanzt heute auch das Gretchen aus Murrhardt den Twist aus USA. Die Unschuld vom Lande ist Wachs in den Händen der Modeindustrie. Die Bardame eifert mit Sicherheit keinen bodenständigen Vorbildern nach, obgleich der Orgu ein wenig hausgemacht wird. Hier hat sich in aller Naivität eine fünfte Kolonne der Sinnenfreude eingenistet, Dolce Vita, auf dem Dorfe. Die neue Zeit kommt in mancherlei Gestalt herein. Ganz Besigheim ist in zwei Teile geteilt durch die Bundesstraße 27. Tagsüber scheint das Untier zu schlafen, morgens und abends aber wird die kleine Stadt zersägt durch den unaufhörlichen Zug der Fahrzeuge. Eine Umgehungsstraße ist geplant, natürlich arrangiert sich auch Besigheim mit dem 20. Jahrhundert. Aber nicht immer verträgt sich die neue Zeit mit dem alten Stadtbild. Wenn zum Beispiel neue Häuser gebaut werden müssen, dann, so sagen die Besigheimer, sollen sie aussehen wie das Café Müller. Modern und doch heimatgebunden. Dies sei ein exemplarischer Kompromiss. Kleine Fensterscheiben kennzeichneten die Häuser der Altvorderen. Und um das trauliche Bild zu wahren, lässt man auch neue Fenster künstlich unterteilen. Ein rührender Versuch, Idyllik zu konservieren. Aber die neue Zeit aller alten Städte Feind ist da und lässt sich nicht mehr hinauskomplimentieren. Und für immer verschwunden ist der ländliche Tanzboden mit Rheinländer und Polka an jedem Samstag. Gibt es noch eine Volkstanzgruppe in Besigheim. Wohl ist es ein Verdienst, dass man sie fördert, aber täuschen wir uns nicht. Dies ist, wie sympathisch auch immer, eine folkloristische Schaunummer. Tanzten Dörfler und Kleinstädter in ihren Trachten zum eigenen Vergnügen. Heute werden Volkstänze vorgeführt. Freilich auch dazu gehört Idealismus, jedenfalls in Besigheim, wo die Tänzer ohne Bezahlung ihre Freizeit opfern. Und erst wenn der Idealismus dahin ist, wird auch hier das Brauchtum sterben. Am Neckar liegt der Wurmberg. Jahrhundertelang ist er Besigheims Schicksal gewesen. War die Wurmberglese gut, ging es der Stadt gut. War sie schlecht, herrschte Hunger.
trügerisch ist die Ruhe des Berges. Wer genau hinschaut, erkennt menschliche Wesen. Ein Gewimmel von Menschen. Es ist Freitag, der 18. Oktober 1963, der Tag des Wurmbergfestes. Einen Sommer lang hat der Trollinger in der feuchten Hitze des Neckartals geschmort. Nun ist es Zeit. Die Trauben haben die letzte Süße empfangen und an einem einzigen Tag wird der mythische Berg abgeerntet. Die Donnerbüchse des Weinbergschützen gehört dazu, eigentlich soll sie Vögel verjagen. Heute aber sind Schreckschuss und Freudenböller nicht zu unterscheiden. An diesem Tag, den die Besigheimer einen Festtag nennen, kommen nicht nur diejenigen, die den biblischen Beruf des Weingärtners ausüben in den Wurmberg über dem Neckar. Es kommen ihre Familien und ihre Freunde aus Behörden und Fabriken. Als Ehre gilt es, zur Wurmberglese mitgenommen zu werden. An diesem Tag feiert die unorganisierte Solidarität einer ganzen Gemeinde Triumphe. Heute ist es erlaubt zu vergessen, dass es abwärts geht mit dem Weinbau, dass von 112 Hektar Anbaufläche nur noch 63 im Ertrag stehen. Heute denkt niemand daran, dass die Fabriken unwiderstehlich ihre Fangarme ausstrecken. Ja, dass der Winzer von den mühsamen Steilhängen des Neckars eines Tages ganz verschwinden könnte. Also mein Großvater, der hatte 6 oder 7 Weinberge. Wenn ich daran denke, mein Vater, nur noch einen. Und als er mich damals gefragt hat, hast du die Absicht, einen Weinberg zu übernehmen, dann sagte ich nein. Warum sagte ich nein? Weil diese Arbeit derart beschwerlich ist für uns. Und weil nur derjenige, der direkt darin steht, weiß, wie viel Mühe und Arbeit mit verbunden ist. Wie steht die jetzige Generation allgemein zum Weinbau? Im Grunde ablehnend. Ablehnend deshalb, weil man das Geld, den Lebensunterhalt als solchen viel, viel leichter und müheloser in der Industrie, in den Fabriken und so weiter verdient. Auch das Wurstbraten am offenen Feuer gehört zum Ritual des Wurmbergfestes. Die Tage sind schon zu kurz, als dass man zum Essen heimfahren könnte. Man trinkt Besigheimer Wurmberg dazu. Es wäre töricht zu bestreiten, dass die Besigheimer auch als Konsumenten dem Wein von Herzen zugetan sind. An diesem Tag enthüllt ein uralter und schwerer Beruf noch einmal seinen melancholischen Zauber. Die Heimkehr in die Stadt ist Traubenkorso und Triumphzug zugleich. Auch auf dem Kelterplatz, wo die Trauben abgeliefert werden, hat sich die Heiterkeit eines Volksfestes ausgebreitet. Diesen Tag, an dem Arbeit und Freude eines sind, diesen Erntetag, haben die Besigheimer Weingärtner all denen voraus, die einem modernen Job nachgehen. Die Besigheimer Weingärtner, 300 an der Zahl, sind in einer Genossenschaft zusammengeschlossen. Nur 70 von ihnen betreiben Weinbau und Landwirtschaft noch hauptberuflich. In den Fässern gluckert verheißungsvoll der gärende junge Wein. Besigheimer Weine, außerhalb Württembergs nahezu unbekannt, haben in den letzten Jahren Prämien, Auszeichnungen und sogar große Preise gewonnen. Lang ist es her, dass vom Rebensaft das Schicksal der Stadt abhing. Aber immer noch ist der Wein für die Besigheimer mehr als nur ein wirtschaftlicher Faktor.
Vom Inhalt dieser Fässer hängt heute für die Stadt ebenso viel ab wie vom Wein. Wir sind in der Farbenfabrik, die auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückgeht. Mit ihrem Gewirr von Rädern und Transmissionen verleugnet sie nicht die schwüle Blütezeit der Industrialisierung. Von den Arbeitern beackern manche in ihrer Freizeit noch einen kleinen Weinberg. Und es gibt mitten im Maschinengetöse überraschende Zeugnisse der Verbundenheit mit der Stadt. Überhaupt wäre es zu simpel, in diesem Monstrum nur den Gegenspieler des Alt-Besigheimer Eigenlebens zu sehen. Dazu ist die Fabrik in 6 Jahrzehnten mit der Stadt zu sehr verwachsen. Sie ist längst eine etablierte Größe mit eigener Tradition. So, der nächste bitte. Die Fabrik beschäftigt 550 Menschen. Dass sie seit Generationen regelmäßig ihre Löhne auszahlt, ist ungemein beruhigend in einer Gemeinde, die immer nur von der unsicheren Landwirtschaft lebte. Aber sie zahlt nicht nur Löhne, sie zahlt auch saftige Gewerbesteuern. Kein Wunder, dass selbst Kleinstadtromantiker sich mit ihr abgefunden haben, was ihnen gewiss nicht leicht fiel. Denn als markantes Gegenüber ist der Gigant schlechthin unübersehbar. Er sendet bei Westwind und Tiefdruck widrige Dünste über die Stadt. Breit an die Bahnlinie gelagert, wirkt er wie zum Kontrast einer idyllischen Kleinstadt erschaffen. Er bildet ein ganzes Industriegebiet für sich, das nicht viel weniger Platz beansprucht als der alte Kern Besigheims. Ein Industriegebiet von majestätischer Monstrosität. So zeitlos schön die Stadt, so zeitlos hässlich ist die Fabrik. Hässlich freilich in einer Art, die im Gegensatz zur öden Gleichförmigkeit moderner Industriebauten Charakter und Atmosphäre besitzt. Die Fabrik ist das Monument einer Epoche, die nicht nur ausbeuterische, sondern auch patriarchalische Züge trug. Und manches von dem alten Geist scheint erhalten zu sein. Die Arbeit verlangt mehr als einen Job in der Maschinenindustrie. Das schafft einerseits stärkere Bindungen, lässt manchen aber auch Ausschau halten nach den leichteren Verdienstmöglichkeiten. Fest steht, der Weinberg lockt niemanden mehr weg. Er ist im Kampf um die Arbeitskraft hoffnungslos abgeschlagen. Sein früherer Feind aber, der Industriepatriarch, der so viele Weingärtner zu sich herüberzog, ist und bleibt er Sieger? Fast scheint es, als eile auch hier die Zeit am Besigheim vorüber. Hören wir den Direktor der Farbenfabrik. Das Industriegebiet von Stuttgart macht sich hier außerordentlich stark bemerkbar. Eine große Zahl von Pendlern verlässt jeden Morgen Besigheim und geht entweder Richtung Stuttgart oder Richtung Heilbronn. Die Lohnverhältnisse sind wahrscheinlich in der Maschinenindustrie günstiger wie bei uns, die Arbeit vielleicht sauberer. Und vor allen Dingen besteht meines Erachtens dort die Möglichkeit der Akkordlöhne oder mindestens von Prämienlöhnen. Wie ist Ihr Verhältnis zur Stadt Besigheim? Wir haben zur Stadt Besigheim, auch zum Herrn zum Bürgermeister, ein sehr gutes Verhältnis. Nur glaube ich, dass die Besigheimer manchmal Grund haben, sich über gewisse Geruchsbelästigungen seitens unserer Firma zu beklagen. Was sich bei einer chemischen Fabrik eben mal nicht ganz vermeiden lässt. Können Sie noch etwas dagegen tun? Wir sind dauernd bemüht, diese Belästigungen abzustellen, zu verbessern. Aber das geht natürlich langsam und braucht seine Zeit. Zum Teil kennt man auch noch gar keine Verfahren, um endgültige Abhilfe zu schaffen. Früher war Besigheim eine Oberamtsstadt, vergleichbar etwa einer Kreisstadt. Geblieben sind ihm die Ämter für Flurbereinigung, Wasserwirtschaft und Straßenbau. Das Oberamt wurde 1938 aufgelöst. Geblieben ist vorläufig auch das Amtsgericht, das den Besigheimern bisweilen schon streitig gemacht wird. Umstritten ist auch das Krankenhaus. 2 normale praktische Ärzte sind in ihm zugelassen. Werden sie in unserer Zeit der Spezialisierung den Anforderungen eines Krankenhauses noch gerecht? Wir sind natürlich keine Spezialisten. Wir wollen auch keine Spezialisten sein. Jeder Kranke, jeder Krankheitsfall, der die Behandlung durch einen Spezialisten erfordert, der muss natürlich zum Spezialisten und der gehört nicht zu uns. Aber es gibt sehr viele Krankheiten, in denen der Spezialist nicht erforderlich ist und in denen das Kranke hier durchaus vollkommen so behandelt werden kann, wie es anderswo auch behandelt wird. Was für Operationen werden hier zum Beispiel durchgeführt?
Blinddarmoperationen, Bruchoperationen, Knochenoperationen, Kopfoperationen, sonstige Operationen in der Bauchhöhle oder an den Gliedmaßen, die Osteosynthese gebrochener Knochen, dann natürlich viele kleinere Eingriffe, die wir hier genauso gut machen können. Auch das Progymnasium, das sich auf 4 betagte Gebäude verteilt, ist nicht mehr unumstritten. Manche meinen, eine Mittelschule täte es auch. Die Besigheimer aber halten an ihrem Progymnasium fest, wohlwissend, dass sie darin künftige Großstädte heranbilden. So sagt der ehemalige Direktor von seinen früheren Schülern: Die sind zerstreut in ganz Europa, in Deutschland, überall. Warum? In Besigheim hatten sie überhaupt keine Möglichkeit, sich weiter auszubilden und in Stellen einzurücken, in denen sie ihrer Ausbildung entsprechend auch etwas leisten konnten. In der Bahnhofstraße finden wir das Büro der Besigheimer Lokalzeitung. 100 Jahre lang war der Neckar und Enzbote ein selbstständiges Unternehmen. In unserer Zeit konnte er wie fast alle Kleinstadtblättchen seine Unabhängigkeit nicht bewahren. Er erscheint heute als Kopfblatt der Ludwigsburger Kreiszeitung. Geblieben ist den Besigheimern ihr einziger Ehrenbürger, Friedrich Schelling, mit seinem Instrumentalkreis, der einmal in der Woche die Honoratioren der Kleinstadt zur Ausübung klassischer Musik versammelt. Es gibt außerdem einen Gesangverein, eine Blaskapelle und Rathauskonzerte in Besigheim. In diesen Dingen hat sich Gottlob wenig geändert. Denn von allem, so scheint es, lassen die deutschen Kleinstädter eher als von ihrer Musik und ihren Vereinen. Allerdings hat auch das Musikleben seinen melancholischen Aspekt. Der Mann nämlich, der es inspiriert und leitet, der Musikdirektor und Organist Friedrich Schelling, ist 83 Jahre alt. Jeden Tag um 17.13 Uhr kommt der Salamanderzug. Er heißt so nach einem großen auswärtigen Industriewerk, in dem viele Besigheimer beschäftigt sind. Von rund 7.000 Einwohnern arbeiten 1.400 außerhalb. Das heißt, unter jeweils 5 Besigheimern, Frauen und Kinder mitgerechnet, ist ein Hinauspendler. Eine gewaltige Zahl, die wenig von ihrem Schrecken verliert, wenn man ihr die 800 sogenannten Hereinpendler gegenüberstellt. Keine Statistik weist aus, wie viele von den 1.400 nur hier wohnen, weil die Grundstückspreise etwas niedriger sind als in der näheren Umgebung der Großstadt. Für wie viele also Besigheim ein zufälliger und austauschbarer Wohnort ist. Ein großer Teil der Pendler besteigt den Autobus und fährt weiter nach Korea. So hat der Volksmund die Siedlung im Süden der Stadt getauft. Und das wohl nicht rein zufällig. Als die Siedlung gebaut wurde, war Korea der unruhige Wurmfortsatz der Welt. Dieses Korea hier, dieser Appendix eines alten Gemeinwesens, bläht sich rapide. Unter dem ehrwürdigen Namen einer einzigartigen Stadt wächst ein Wohngebiet wie 1000 andere heran. Und die Verwaltung hat Mühe, der neuen Probleme Herr zu werden. Sie hat einen Kindergarten hingestellt, einen schönen Kindergarten, und es ist nicht ihre Schuld, dass er vielerorts stehen könnte. Moderne Architektur kennt keine Stämme und Landschaften mehr, sie kennt allenfalls Konzessionen. Einen neuen Friedhof hat man angelegt, einen schönen Friedhof. Einen Wasserturm hat man gebaut, einen schönen Wasserturm mit Platz für ein Hotel und Aussicht über ganz Besigheim. Und das ist die Stadt von heute. Eine Siedlung, die kein Ende nehmen will. Von den 7.000 Einwohnern leben schon 5.000 außerhalb der alten Mauern. Eine Ansammlung von Wohneinheiten, die sich an die Altstadt hängt wie Schwemmsand an die Buhnen des Wattenmeeres. Und verschwindend klein der alte Stadtkern. An ihn hat sich im Nordosten das neue Industriegebiet geheftet.
Eine gepflegte Allerweltsindustrie mit Allerweltsproblemen. Montags, so wurde uns berichtet, seien manche Betriebe nur dünn besetzt. Die Stadt braucht das neue Industriegebiet auf dem Neckar-Kies, um den vielen, die es nach draußen zieht, attraktive Arbeitsplätze anzubieten. So wird eine zeitgemäß prosaische Art von Heimatverbundenheit geschaffen. Es bleibt von den Anglern an der Enns zu berichten. Tag ein, Tag aus sitzen sie da mit immer neuer Freude. Und sie nehmen einfach nicht zur Kenntnis, dass sich der Fluss vor ihrer Nase verändert hat, wie die Welt um sie her. Erst in einzelnen, dann in dichteren Flocken kommt es geschwommen, die keimfreie Gewässerpest, Schaum der Detergenzien, des unzerstörbaren Waschmittels unserer Zeit. Der weiße Fischtod, der sich zu seinen Füßen zusammenbraut, den Angler von Besigheim, einen entfernten Verwandten Palmströms, macht er nicht irre. Weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Ein kleines Stück flussabwärts ergießt mit souveräner Gebärde die Farbenfabrik ihre Abflüsse in die Enns. Die Verschmutzung ist perfekt. Es musste etwas unternommen werden und man verfiel auf eine schildbürgerlich anmutende Maßnahme. Jedes Jahr einmal trifft an der Enns ein Elektrokarren mit einem Fass ein. Der Karren gehört der Farbenfabrik. Das Fass aber enthält 3500 junge Spiegelkarpfen. Die Farbenfabrik hat sich verpflichtet, sie auf ihre Kosten in der Enns aussetzen zu lassen. Statt die Ursachen der Verschmutzung zu bekämpfen, versucht man auf diese Art, die Folgen zu lindern. Wie lange die Fische in der Enns leben, konnte uns niemand sagen. Für Fotografen und Fotoschüler hat Besigheim nicht ausgedient. Wo früher die Maler saßen, entfalten sie einen freundlichen Spuk mit Teenagern, Licht und Schatten. Im Hintergrund die Stadt. Als Fotokulisse ist das Mittelalter heute sehr gefragt. Darin zu leben ist eine andere Sache. Wer nimmt es noch auf sich? Die Alten, die dort aufgewachsen sind, die geborenen Bauern und Handwerker, die Genügsamen. Anzusehen ist das alles recht romantisch, aber wer möchte ernstlich noch in solchen Häusern leben? Herr Bürgermeister, die Wohnverhältnisse in den alten Häusern sind teilweise schlecht. An was für Maßnahmen können, an was für Maßnahmen müssen Sie denken? Ja, es ist augenblicklich ein Sanierungsplan in Vorbereitung, der darauf abhebt, die Altstadt etwas aufzulockern. Gebäude in Hinterhöfen und so weiter herauszunehmen, damit mehr Licht und Sonne in diese Wohngebiete hereinkommen kann. Nur in Hinterhöfen? Im Wesentlichen. Es sollen aber auch Bauelemente herausgenommen werden, die nachträglich eingefügt wurden.
Ja, man fragt sich bei manchen schönen alten Häusern, wer will dort in 50 Jahren noch wohnen? Es wird natürlich an diesen alten Häusern laufend vieles verbessert. Es werden die hygienischen Verhältnisse besser gemacht, Spüllaborde und so weiter eingerichtet. Und es tut sich hier manches, und zwar von der privaten Initiative her. Aber mit Renovierungen kann man halt nicht alles machen. Nein, das kann man nicht. Ist es auch manchmal eine Last für eine Stadt, malerisch zu sein? Zweifellos. Es erwachsen uns aus dieser Tatsache sehr viele Aufgaben und auch recht schwierige Situationen. Ich denke hier nur an die Erweiterung von Geschäftshäusern, von Läden. Ich denke an Verkehrsfragen. Man hat hier immer gewisse Hemmnisse, die recht schwierig zu überbrücken sind. Es sind Interessen, die sich hier gegenüberstehen. Einmal das Bestreben, fortschrittlich zu sein, zum anderen die unbedingte Aufgabe, dieses schöne Stadtbild in seinem Charakter, ursprünglichen Charakter, zu erhalten. Wie lange wird sich das mittelalterliche Stadtbild erhalten lassen? Wie werden diese Straßen in 50, in 100 Jahren aussehen? Schon unsere Generation hat üppigere Vorstellungen vom Wohnen und vom Leben, als Alt-Besigheim erfüllen kann. Sie will große Zimmer, luftige Räume, Badezimmer, Komfort. Das ist das Dilemma dieser alten Städte. Entweder sie werden zum Freiluftmuseum, zum starren Fossil, oder sie gehen mit der Zeit und werden wie die anderen. Ein Ausweg ist nicht erkennbar. Auch Besigheim ist dem Anprall des 20. Jahrhunderts ausgesetzt. Den Teufel nicht an die Wand malen. Abseits der Straße ist Besigheim immer noch eine Oase der Stille und, wie so viele Kleinstädte, ein Hort des Althergebrachten, ein Hort auch des christlich-europäischen Erbes. Ganz gewiss sind die Worte der Bibel für die Besigheimer lebendiger als für die Menschen draußen in den Großstädten. Der früh am Morgen ausging Arbeiter zu Dingen in seinen Weinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Silbergroschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg und ging aus um die dritte Stunde und sah andere an dem Markte müßig stehen und sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Ja, cool. Warte, rum. Ja, das ist